Er wird dir Gutes tun und dich mehren über deine Väter noch hinaus, also noch mehr Gutes. Und dann kommt die Erleuchtung und der Herr, dein Gott, wird dein Herz beschneiden, also nicht nur das Fleisch beschneiden. Wir kennen ja die Auflage, die Gott gegeben hat, schon zu Abrahams Zeiten. Alles, was männlich ist, muss beschnitten sein, damit es in den Bund mit Gott treten kann. Aber das ist beschnitten am Fleisch. Jetzt wird hier von einer Herzensbeschneidung gesprochen. Das ist die Beschneidung des neuen Bundes, mit der neuen Gerechtigkeit. Ja? Das ist ihm verheißen. Gott wird dein Herz beschneiden und das Herz auch deiner Nachkommen. Das heißt auch im tausendjährigen Friedensreich, da wachsen die Nachkommen gleich in die Erkenntnis der neuen Gerechtigkeit hinein. Sie werden nicht mehr den Versuch unternehmen müssen, der alten Gerechtigkeit dienen zu müssen, sondern es wird gleich erleuchtet, die neue ist da, die könnt ihr jetzt annehmen. Dass du den Herrn, deinen Gott, liebest von ganzem Herzen, von ganzer Seele, auf dass du leben mögest. Und hier ist dieses Leben angesprochen in Ewigkeit. Aber diese Flüche wird der Herr, dein Gott, alle auf deine Feinde legen und auf die so dich hassen und dich verfolgen, weil du auf meiner Seite bist. Du aber wirst dich bekehren und der Stimme des Herrn gehorchen, dass du tust alle seine Gebote, die ich dir heute gebiete. Und von diesem daraus entspringenden Segen heißt es in den nächsten Versen, und der Herr, dein Gott, wird dir Glück geben in allen Werken deiner Hände, an der Frucht deines Leibes, an der Frucht deines Viehs, an der Frucht deines Landes, dass dir es zugut komme. Denn der Herr wird sich wenden, dass er sich über dich freue, dir zugut, wie er sich über deine Väter gefreut hat. Darum, dass du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchtest, zu halten seine Gebote und Rechte, die geschrieben stehen im Buch dieses Gesetzes, so du dich wirst bekehren zu dem Herrn, deinem Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele. In der Bergpredigt spricht der Herr ja die Gebote und Gesetze an. Und er sagt, zu den Alten ist das und das gesagt. Und ihr habt es ja versucht auch zu halten, du sollst nicht töten. Aber ich sage euch, die Erfüllung dieses Gesetzes liegt noch höher, nämlich in der neuen Gerechtigkeit. Das heißt, Gott spricht nicht von anderen Geboten und Gesetzen, der Erfüllung, wenn es hier im 5. Mose 30 steht, sondern du wirst auch in dieser Erfüllung stehen. Durch die Gerechtigkeit, die in Jesus Christus erworben ist, im Blick auf die Gebote, die ich dir bereits gegeben habe. In Christus wirst du in der Erfüllung der höheren Gerechtigkeit leben, dieser Gebote. Das ist der Segen, der bereits verheißen ist. Jetzt verstehen wir auch, warum Paulus sagt, ich bete für sie, dass sie auch diese höhere Erfüllung in Christus, der Gebote, die sie wirklich eifern, einzuhalten, erfahren. Dass gleich wir, sie auch selig gerettet werden. Das Wort Jesus, Erlöser, Erlösung, muss nicht aus dem Himmel, noch aus der Tiefe, noch aus der Ferne steht hier geholt werden, dass man erstmal hinaufsteigen muss zum Himmel, um dann diese Gerechtigkeit zu erlangen oder erstmal in die tiefsten Tiefen sich begeben. Nicht wie ja manche sagen, ja, man muss erstmal ganz elend werden. Nein, man muss nicht ganz elend werden, um diese Gerechtigkeit zu bekommen oder auch nicht erstmal die ganze Welt umreisen, wie es ja auch viele Menschen machen. Sie suchen hier was, da was, nach in Indien, ja, oder dann in Mexiko und irgendwo in der Hoffnung, dass sie diese Gerechtigkeit gewinnen. Nein, sie wird geschenkt durch den Heiligen Geist im Herzen, so dass wir im Herzen die volle Handlungsfähigkeit für das Gute haben. Und wenn wir uns mit dem Munde zu diesem Geschenk bekennen, dann stehen wir in Gerechtigkeit und gerettet sein. Bis dahin, so auch hier im Römerbrief beschrieben, herrscht unter dem Volk noch der blinde Eifer, im wahrsten Sinne des Wortes, Blindheit für den höheren Weg.
Aber Eifer ist da, beides, blinder Eifer, der die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, noch nicht erkennt. Mitleid also mit dem Volk, das doch so ein Segen für die Nation geworden ist und zum Segen für die Nation werden kann. Wir haben sicher noch im Ohr oder manchmal vor Augen, wie es in der jüngsten Vergangenheit hieß, nicht die Juden sind unser Glück, sie sind unser Unglück. Das ist satanisch. Wir sehen, die Juden sind Glück und Segen für die Nation. Gott hat sie dazu gesetzt. Mitleid mit dem Volk haben, das zum Segen, zum Glück für die Nationen gebraucht wurde und werden wird. Paulus, der nun ja selbst aus den Hebräern ist, wusste um diesen blinden Eifer und den Eifer der ersten Gerechtigkeitsaussage: Wenn du alles tust, was ich dir gesagt habe, dann wirst du leben. Einfach sah und mitbekam, sie eifern. In Apostelgeschichte 22 spricht er davon und zeigt, dass dieser Zustand andauert bis zu der Zeit der Erleuchtung. Der Erleuchtung, die sie dann bekommen werden. Apostelgeschichte 22. Er spricht ja vor den Pharisäern, vor dem religiösen Oberhaupt und Oberschicht in Israel, bevor er ja nun in die Gefangenschaft genommen wird und nachher in Caesarea ausharren muss, bis er weitergeführt wird, und sagte in seiner Rechtfertigungsrede oder Glaubensrede: Ich bin ein jüdischer Mann, geboren zu Tarsus in Zilizien, erzogen in dieser Stadt zu den Füßen Gamaliels. Also er sagt ihm: Ich bin auch einer von euch, der erst in der ersten Gerechtigkeitsaussage gelebt hat, ja. Gelehrt mit allem Fleiß. Ich kenne euren Fleiß. Ich war auch da drin. Mit allem Fleiß im väterlichen Gesetz und war ein Eiferer um Gott, gleich wie ihr heute alle seid. Und das ist auch gut so. Das habt ihr recht gemacht und das wollten wir auch so machen. Ich habe diesen Weg verfolgt mit großem Eifer bis an den Tod. Ich band sogar die und überantwortete sie ins Gefängnis, Männer und Frauen, die nicht diesen Weg des Eifers gingen wie wir. Wie mir auch der hohe Priester und der ganze Haufe der Ältesten Zeugnis gibt, von welchem ich Briefe nahm an die Brüder und reiste sogar nach Damaskus, dass ich sie, die da selbst waren, gebunden führte gen Jerusalem, dass sie bestraft würden, diese Christen. Denn ich habe gedacht, das sind Leute, die von der Gerechtigkeit, die uns gesagt ist, abgewichen sind. Wir haben das Wort der Gerechtigkeit bekommen und wir eiferten Tag und Nacht darum. Aber wir wussten noch nichts von der zweiten, die in Christus erfüllt war. Es geschah aber, da ich hinzog und nahe nach Damaskus kam, um den Mittag umleuchtete mich schnell ein großes Licht vom Himmel. Und ich fiel zum Boden und hörte eine Stimme, die sprach zu mir: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Ich antwortete und sprach: ja, Herr, wer bist du? Jesus sagte: Ich bin Jesus von Nazareth, den du verfolgst. Die aber mit mir waren, sahen das Licht und erschraken, die Stimme aber des, der mit mir redete, hörten sie nicht. Ich sprach aber: Herr, was willst du? Was soll ich tun? Der Herr sprach: Stehe auf und gehe gen Damaskus, da wird man dir sagen von allem, was ich dir zu tun verordnet habe. Das heißt also, er brauchte eine Erleuchtung, so wollte er es sagen. Ich bin ein Eiferer wie ihr, nach der Gerechtigkeitsform, die uns gesagt worden ist. Aber hier vor Damaskus habe ich eine Erleuchtung erfahren, die mich in die höhere Gerechtigkeit brachte. Paulus wollte zugleich also hier ausdrücken,
ohne diese Erleuchtung kommt ihr nicht weiter in die weitere Form der Gerechtigkeit. Aber zugleich sah er auch, dass nicht alle zu jeder Zeit erleuchtet werden. Das meint er auch im Römerbrief. Sie eifern mit Unverstand. Sie eifern, aber es fehlt ihnen noch diese Erleuchtung, die ich bekommen habe vor Damaskus. Dieser Eifer war ja immer noch zu sehen, selbst bei denen, und das sehen wir bis auf den heutigen Tag noch, die aus den Juden gläubig werden. Sie können auch diesen Eifer um das erste Gerechtigkeitsgebot noch nicht ablegen und gänzlich im Eifer des Zweiten stehen. In Apostelgeschichte 21, also ein Kapitel davor, als Paulus ja nach Jerusalem kam, erlebte er Folgendes und musste sich von Jakobus Mitteilung machen lassen, dass obwohl die Hebräer, die Juden zu einem Großteil schon Jesus dort angenommen hatten in Jerusalem, sie aber immer noch in demselben Eifer zur ersten Gerechtigkeit stehen. Da wir nun nach Jerusalem kamen, nahmen uns die Brüder gern auf. Am anderen Tag aber ging Paulus mit uns ein zu Jakobus. Und es kamen die Ältesten alle dahin. Und als er sie gegrüßt hatte, erzählte er eins nach dem anderen, was Gott getan hatte unter den Heiden durch sein Amt. Da sie aber das hörten, lobten sie den Herrn und sprachen zu ihm: Bruder, du siehst, wie viel tausend Juden sind, die gläubig geworden sind, und alle sind Eiferer für das Gesetz. Nicht? Wir brauchen ja heute nur in die judenchristlichen Gemeinden hineinzusehen. Und dann merken wir, sie sind auch noch Eiferer um das Gesetz. Sie haben so einen starken Eifer, den man nicht sofort ablegen kann, obwohl man das Neue bekommen hat. Man kann nicht sagen, aha, gut, jetzt ist alles nichts mehr. Das ist ja auch die Frage, die wir im Hebräerbrief bewegt haben und der wir nachgegangen sind. Warum haben sie Schwierigkeiten, das Alte abzulegen, plötzlich keine Opfer mehr zu bringen, nicht mehr dies zu tun mit der Kleiderordnung, die sie zuvor hatten? Zuvor mussten sie immer was auf dem Kopf haben. Jetzt plötzlich brauchen sie nichts mehr auf dem Kopf haben. Geht denn das? Deswegen sehen wir in den judenchristlichen Gemeinden, haben die immer noch so ein Käppi auf dem Kopf. Selbst wenn sie beten. Und Paulus sagt, wer zu dem Mann, wer da was auf dem Kopf hat, der betet, der schändet sein Haupt. Aber der Wechsel ist schwer, weil der Eifer, ich will das ja nur hervorheben, um deutlich zu machen, welchen Eifer Gott in dieses Volk gesetzt hat, um unbedingt alles genau zu vollführen, was Gott gesagt hat. In der ersten Gerechtigkeitsaussage, Paulus musste erkennen, sie eifern immer alle noch um Gott. Sie leben noch so äußerlich gesehen in ihrem Gottesdienst, als ob sie die höhere Gerechtigkeit nicht angenommen haben. Aber sie haben sie ja angenommen. Jetzt muss der Loslösungsprozess stattfinden. Dass sie gänzlich in die neue Gerechtigkeitsform kommen, dass sie nicht mehr ihr Haupt bedecken beim Beten. Dass sie wissen, Christus ist ihr Haupt. Dass sie nicht mehr Angst haben, mit unbedecktem Haupt vor Gott zu erscheinen, weil sie dann nämlich getötet worden wären. So steht es in der Schrift. Wenn ein Priester mit unbedecktem Haupt in den Tempel ging, war der Tod angesagt. Todesstrafe. Wehe. Wenn du nicht mit einer ganz bestimmten Kleiderordnung in den Tempel gehst, Tod, das wussten sie. Aber jetzt war es plötzlich anders. Sie waren geborgen in der Ordnung Christi. Ich will es mal so sagen, in seiner Kleiderordnung waren sie drin. Und zwar von Herzen, nicht mehr vom Kopf, nicht mehr vom Auge her, sondern vom Herzen. Das war das Neue. Aber da braucht es den Ablösungsprozess. Alte Gerechtigkeit, neue Gerechtigkeit. Israels Blindheit
zu einem großen Teil für die zweite Gerechtigkeitsaussage, die Mose gemacht hat, liegt also niemals am mangelnden Eifer, sondern an der für sie als Volk noch nicht entstandenen Gnadenerleuchtung. Es ist also auch nicht richtig, nach Israel zu gehen und mit Gewaltmission sie bekehren zu wollen. Solange Gott